Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Habe ich gespeichert? Sea of Stars. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und, wir machen weiter. In der alten Fabrik. In der Welt von Serai. Aufzug in der... Ja, okay. Oh, ein Laserkran. Sieht aus, als würde hier ein Gerät reinpassen. Oh, ich hasse sowas. Geht das wenigstens? Ja, was ist das? Für den Betrieb des Krans eine Ausweiskarte. Oh Gott. Passiert schon A38 hier oder was? Ja, was soll ich da machen? Machen wir Mondarang hier. Pferdemeck. Was? Ich sehe da zwar kein Pferd drin, aber hey. Strom anschalten. Versuch's gar nicht mehr. Ich laufe einfach durch, und wenn ich erwischt werde, dann kämpfe ich halt. Man kann eh nicht drum, man kommt doch eh nicht drum herum. Was mache ich hier? Ich muss drum. Einer wird uns definitiv angreifen. Lass mal singen. Sonnenball. Mann. Okay, viel halten die aus, aber die geben viele Erfahrungspunkte. Das ist eine Menge. Übergeflecht, Batteriedrucker. Fehlende Komponenten, einmal Blaupausen und Disk. Ja, leck mich doch. Ja, nun. Ja, nun. Hitzeschleuder. Deswegen Pferd. Dass das nicht mehr Schaden macht, wenn man schon das bricht, nicht wahr? Ja, hauen wir jetzt einfach nur so rauf, ne? So, was fehlt mir denn jetzt eigentlich? Batteriedrucker fehlen. Achso, Blaupausen, Disk, Keyboard-Ads und Leistungseinheit. Drei Sachen fehlen uns. Wo kommen die her?
Ja. Nee, jetzt ernsthaft. Drei Keulen, Alter. Wo soll ich hin? Hier ist doch nichts mehr. Kranführer-Ausweiskarte. Alter, wie ja, als ob man das alles sieht. Deswegen hasse ich so eine mechanischen Dinger, weil ich doch nicht weiß, wo was ist. Okay. Mal umgucken. Nein? Hey, was soll ich denn damit machen? Ich bin doch schon da gewesen. Muss ich das hier rein tun? Ach so. Da nur was da, wo es grün ist. Ach so ist das gemeint. Ja, als ob einfach. Was soll man das denn wissen? Ach ja. Ich hoffe, ich bin hier bald wieder raus. Haben die alle ankämpft damit? Ach so. Außer der lebt noch. Boah, das flackernde Licht geht mir auf den Nerv, ne? Laser. Damski. Wo führt uns das hier hin?
ein Kübererz. Haben wir schon mal, okay, das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Wir brauchen die Blaupause und irgendein anderes Teil noch, ne? Oh, das zieht ja aber auch durch das ganze gesamte Spiel, ne? Dieses hier, geh nach links und nach rechts, hol da alles, damit du nach links, damit du in die Mitte weiterkommst. Ist halt echt so, das zieht sich durch das Spiel. Und schon wieder. Nee. Ist dafür kein. Oh, hier ist ein Schatzlager gefühlt. Ich wollte eigentlich die Bumerang wieder machen, aber wieso mache ich momentan alles falsch? Könnt ihr mir das erklären? Fluchtschild, ja geil, danke. Oh, muss das? Oh, macht den Kampf halt noch länger. Ist schon, der Kampf geht hier schon gefühlt immer 100 Jahre. Da muss er ihn ja noch hinauszögern. Echt jetzt? Echt jetzt? Ist das eure Masche? Alter, das liebe ich, liebe es. Wow. Das flackern einfach, das nervt mich so übel. Nicht, dass mir schlecht wird oder so, aber es nervt halt einfach. Stirb! Eieiei. Blaupausendisk. Das ist irgendwie ganz lecker. Das Disc mal für die Blaupause. Kann ja was werden hier. Ja, super. Eigentlich wollte ich nicht so früh. Mach deine. Okay, mach keine. Schutzschild. Ich muss es schnell erledigen, ne? Der muss schnell weg. Okay, wir brauchen MP wieder. Ja, bringt auch nicht so viel. Leistungseinheit Automat online. Bitte Drahtplatte einsetzen. Ich habe keine Drahtplatte, leider. Och, Leute! Leute! Pokémon lässt grüßen. Die Kiba-Stahl durch. Warum hast du den nicht schon längst geholt? Diamant. Und da ist die Drahtplatte. Bitte schön. Verarbeitung vollständig. Bitte vollständige Leistungseinheit einsetzen.
Leistungseinheit erhalten. Da haben wir alles, oder? Da müssen wir alles haben. So. Was brauchen wir hierfür? Gar nichts. Und hier? Also Batterie. Die Batterie. Die können wir ja oben herstellen, oder? So. Kübererz, Leistungseinheit und Blaupausendisk. Bearbeitung läuft. Danke. Kübergeflecht, Batterie fertig. Unterwegs im Aufzugsraum. Bitte für sichere Handhaben Laserkram benutzen. Okay. Mann, hier. Gibt's ja wohl nicht. Hier rein? Ich glaub schon, ne? Ich will doch nur hier durch! Aufzug aktiviert! Danke! Einmal den Aufzug aktivieren, bitte. Ups, nach oben gucken. Der Aufzug ist aktiv. Ja, Fabrik verlassen. Danke. Hoffentlich kommen wir wirklich raus. Ja. Ist das der Ort? Ripin, ja. Aber erstmal gehen wir angeln. Erst angeln, Leute. Erst angeln. Erst angeln. Wollen wir hinter uns haben, nicht wahr? Oh Gott, 4 Fische. Ihh, ist alles so grün. Was bist du? Du hast einen Siliziumschwamm ge... Gerne wieder im Wasser. Oh, bitte. Ein Spulen. Ich komme, ich hau einfach alles in den Topf. Habe ich wahrscheinlich schon, ne? Ja. Egal. Nein, ich will nicht dich. Ich will diese Qualle da hinten. Dich will ich. Wer bist du? Ein Cyber-Einsiedler-Krebs. Fehlt nur irgendein random Fisch, ne? Ja. Pass auf, wieder in die Mitte, danke. Ich weiß, die habe ich schon. Weil bitte auch sonst eigentlich dieser Krebs nur. Also kurz gucken, was fehlt. Was fehlt? Was fehlt denn noch? Ein normaler Fisch. Dünner Fisch.
Du. Ja, komm in die Mitte. Nein, 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 komm. Ja, wenn du da die ganze an der Wand hängst, kann ich dich nicht angeln. Gibt's doch nicht. Nein. Die Laserquappe. Gut. Dann müsst ihr alles haben, nicht wahr? Ja. Wie hieß der Ort? Himmelblaue Reservoir. Hm. Also die Fische hier würde ich in echt nicht essen, aber das ist mir egal. Die Leute hier kriegen das schon. Die können das schon ab. Die können das schon ab. Rippin! Gott, der ist so riesig. Mein Haus ist ganz oben. Dort können wir Pläne schmieden. So, Bürgermeister. Also speichern wir natürlich. Eine Welt ohne Sonne. Das ist wie die Zukunft aus Chrono Trigger, nicht wahr? Wir tragen keinen Frieden mehr im Herzen. Hi. Wollt ihr rasten? Ja. Wir rasten. Man weiß jetzt auch, warum die hier sind, nicht wahr? Oh Mann, ich würde die Leute so gerne ein wenig aufheitern. Es ist, als wäre ich außer Serai der Einzige, der noch ein wenig Energie hat. Aber ich bin kein Kämpfer. Ihr kommt aus einer anderen Welt, oder? Kennt ihr dort Spiele? Nein, bitte nicht. Räder, hm? Das klingt tatsächlich lustig. Ich dachte schon, hätte ich auszusehen irgendwas getriggert. Dieses Spiel, ihr wisst, was ich meine. Was ja kein schlechtes Spiel ist. Ne? Also ist das ja, dieses Räder-Ding ist kein schlechtes Spiel. Nur für Aufnahme ist das halt ein bisschen doof. Für ein Let's Play-Projekt halt. Okay. Hi. Jemand muss es gewusst haben. Genau. Es muss jemand einfach gewusst haben. Sie haben uns so viel angetan. Ich nehm's nochmal, ne? Oh Junge, wie viel kostet das so viel Geld? Wir kaufen das letzte Hab und Gut von unserem guten Freund Karl. Es geht um unser Geld, ja? Die Nadel des Assassinen brauche ich halt echt nicht. Ich rüste mir kurz mal aus. Magieangriff plus 15 oder Angriffskraft? Nee. Das ist eigentlich egal. Ja, den Rest verkaufen wir jetzt. Ja, komm. Wir brauchen unsere besten Waffen. Wir brauchen bessere Waffen. Können wir nur einmal holen? Mächtige Verschlüsselung Physik. Ein Chiffre könnte helfen. Ein Chiffre. Denkt sich, die chiffriere jetzt hier noch. Raus aus meinem Kopf. Okay. Er sucht mich immer noch im Traumheim. Ich will meinen Verstand zurück. Ich würde zu gern aufgeben. Ein Pudding-Charmeur. Was haben wir hier? Hi.
Achso. Yakitori-Garnele. Essen. Aber die waren wir schon. Hi. Ich kann nicht weiterleben. Wir hätten die andere Richtung nehmen sollen. Ich möchte mir nicht bleiben. Früher fühlte ich. Da fühltest du noch, ne? Da fühltest du noch. Das sind jetzt auch sehr bequem, würde ich mal sagen, ne? Guten Morgen, Cedric. Ja, hat er auch noch eine KI. Guten Morgen, Sarah. Fehlt ja noch, dass sie in Adam nimmt, ne? Ich sehe, deine Suche nach Kriegern der Sonnenwende in anderen Welten war erfolgreich. Chancensteigerung drastisch. Wie ist der Status quo? Mond immer noch versunken. Sonne von Wolken blockiert. Flashmesser für Mond immer noch unerreichbares Schloss. Aktive Bedrohung, Eremit der Schmerzen. Vorkommnisse? Flashmesser-Aktivität vor einigen Tagen erkannt. Flashmesser ging kurzzeitig in eine andere Welt. Kehrte mit neuem Monsterleutnant namens Elisand Darrell zurück. Mit neuem Monsterleutnant Elisand Darrell? Erlina, ja. Konfrontation mit Elisand Darrell nicht empfohlen. Das werden wir noch sehen. Empfohlene Aktion Eremit der Schmerzen mit Hilfe von Kriegern der Sonnenwende besiegen. Empfohlene Aktion bei Erfolg Himmelsbasis erreicht, um Wolken zu vertreiben und Sonne und Mond zu verbinden. Aber wie kommen wir dorthin? Bericht Erforschung der himmelblauen Weite während deiner Abwesenheit fortgesetzt. Und? Schwache Energie erkannt. Stimmt mit alten Aufzeichnungen über die Toten eines vergessenen Volkes überein. Angeblicher Erbauer des Tempokugelnetzwerks. Eventuelle Möglichkeiten, es wieder zu aktivieren. Analyse von Schienen und Rampen bestätigen Tempokugelnetzwerk als mögliche Route zur Himmelsbasis. Empfohlene Aktion Erkundungsdrohne durch Himmelblau weit erfolgen und Signal untersuchen. Erfolgsanalyse gering. Immerhin ein Hinweis. Anwesenheit von Dienern der Königin ehemals bestätigt. Konfrontation vermutlich unausweichlich. Keine Sorge, sie können kämpfen. Sonde kalibriert, piept schneller, um wichtige Objekte anzuzeigen. Viel Glück. Sonde. Und damit können wir jetzt Sachen erfinden, die Items. Die himmelblaue Weite. Können sie dort wirklich irgendwo sein? Und vielleicht sogar am Leben? Eine Sache noch, Cedric. Ja? Ich will, dass sie sehen, das, was sie erwartet. Den Eremiten der Schmerzen? Zeig ihn uns. Entsende Drohne. Jo, was? Was? Oh Scheiße! Oh Scheiße! Dein Volk. Wir werden das Ding erledigen. Krieger Sonnenwende zeigen Emotionalität. Könnte Leistung negativ beeinflussen. Empfohlene Aktion einatmen. Keine Sorge wegen uns. Das Monster bekommt, was es verdient. Empfohlene Aktion ausatmen. Danke, Cedric. Okay, erst muss der Mond scheinen. Wir brauchen euch zwei in voller Stärke. Die himmelblaue Weite liegt östlich von Repin. Hoffen wir, dass uns das, was wir dort finden, weiterhelfen kann. Keks? Geht vor, ich möchte mit Cedric sprechen. Ich komme nur später nach. Faszinierend. Ja, gut. Die Leute hier, tut mir leid, aber ich tue mir selber gerade leid, wenn ich gegen so eine Riesenkrake kämpfen darf. Das ist nicht das, was ich gerne mag, versteht ihr? Leute, wir machen nächstes Part weiter. Ich bedanke euch fürs Zusehen, lasst gerne ein Like, Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.